Ja, so hallo, endlich mal wieder ein neues Video, diesmal wieder mit Bienen. Wir haben es unheimlich warm dieses Jahr, immer noch. Wir haben jetzt ja bald Mitte November. Meine Bienenvölker hatten noch gar keinen Frost, egal auf welchem Bienenstand. Man sieht es auch hier, wir haben jetzt gerade 16, 17 Grad. Das sind ja die Jungvölker, die fliegen unheimlich schön. Ein Vorteil hat dieses Wetter ja, man kann den Bienenvolk entlang laufen oder den Bienenstand entlang laufen und schauen, leben die Völker noch. Na, das habe ich jetzt die Tage jetzt nicht bewusst gemacht, eher unbewusst, weil wenn man gerade mal in der Gegend ist, fährt man halt mal vorbei, weil es gibt eigentlich nichts zu tun. Und ja, also bisher habe ich keinen Bienenkasten gefunden, der leer ist. Ja, was gab's seit der neuesten, seit dem letzten Video? Eigentlich nicht viel. Das andere Bienenvolk hatte dann im Oktober noch ein bisschen Futter bekommen. Dann habe ich hier meine Windsicherungen aufgebaut. Ich meine, viele nehmen Steine oder Spanngurte. Ich habe einfach diese Holzbalken liegen und die nehme ich dann. Ne? Da habe ich unheimlich viele. Da, also wie gesagt, das tut es bei mir, dann nehme ich die, da muss ich keine Steine schleppen, die sind ein bisschen leichter, aber in der Regel heben die auch jeden Sturm. Die Deckel an sich heben ja schon relativ gut, aber das ist einfach die Sicherheit, wenn mal ein starker Wind geht, dass ich da nicht sonntagmorgens oder wann auch immer rumfahren muss und schauen, bei Regen, bei Schneefall und starkem Wind, ob alle Deckel drauf sind. Dann habe ich hier die Sicherheit. Alle Bienenvölker haben ja auch, wie gesagt, entweder Mäusegitter oder entsprechend eben Fluglochkeile, die das verhindern, dass die Mäuse da eindringen über den Winter. Weil klar, die Maus sucht sich im Winter natürlich schon was Trockenes, was Warmes, bietet sich im Bienenkasten an. Das Bienenvolk überlebt es ja in der Regel nicht. Ne? Also ich habe schon einen Bienenkasten gehabt, die waren hier oben Löcher reingefressen. Und ja, die Mäuse können unheimlich viel Schaden anrichten, wenn sie da erstmal das entdeckt haben. Aber wie gesagt, mit dieser Technik passiert da auch nichts. Ja, ansonsten warte ich eigentlich jetzt, bis es endlich mal kalt wird. Also ich hätte gern so richtig Frost, dass man auch mal nochmal eine abschließende Varroa-Behandlung machen kann. Da kommt ja dann die Oxalsäure zum Einsatz. Da brauchen wir ja wirklich brutfreie Bienenvölker. Manche von den Wirtschaftsvölkern, die sind schon brutreif. Also die sind schon auch im Oktober zum Teil brutreif gewesen. Und das ist für mich eigentlich immer so ein Zeichen, dass die keine hohe Varroa-Belastung haben. Weil umso mehr Varroa-Befall ist oder eben diese Varroa-Milben-Impfbienenvolk sind, umso länger versuchen die ja zu brüten, um sich praktisch die Volksstärke aufzubauen. Kann nicht funktionieren, weiß jeder Imker eigentlich, ne, weil diese Varroa-Milbe sich ja in der Brut auch dann mehr vermehrt. Und deshalb ist es eigentlich für mich ein ganz cooles Zeichen, wenn die Bienenvölker auch ohne Frost schon brutfrei werden. Vorausgesetzt, die Königin ist natürlich da. Ne? Sie können auch brutfrei werden, weil keine Königin mehr da ist. Aber nehmen wir an, die Königin ist da. Jungvölker brüten bei mir so in der Regel oder brüten allgemein ja länger. Und in der Regel auch bis zum ersten Frost. Ne? Dann stellt die Königin die Eilage ja ein. Die letzten Bienen schlüpfen 21 Tage später, die Bienenvölker sind brutfrei. In der Regel ist es bei uns eigentlich normal Ende November der Fall. Jetzt wissen wir, weiß ich zumindest nicht, wie das dieses Jahr aussehen kann oder was da wird. Weil in der Regel so Mitte Dezember, bisschen später, bisschen nach Mitte Dezember spätestens fangen die Bienenvölker wieder an zu brüten. Und bis dahin sollten wir ja die Oxalsäurebehandlung gemacht haben. Also da muss man dieses Jahr einfach mal ein bisschen warten. Ich komme deshalb jetzt nicht in Stress. Zum einen kann ich es so nicht ändern. Und zum anderen wird sich eine Lösung finden. Was ich ja auch in der Vergangenheit nie gemacht habe. Ich habe die offenen Brutflächen nicht rausgetan. Ne? Also da ist mir das, wenn wir dann wirklich 0 Grad haben oder Minusgrade, wenn wir diese Oxalsäurebehandlung machen, das soll ja möglichst kalt sein, dass die Bienenvölker möglichst eng zusammensitzen. Dann möchte ich da eigentlich nicht die Waben ziehen, dann fallen Bienen in den Boden runter, verkühlen da. Also das mache ich, also da lasse ich die Brut drinnen, wenn dann noch welche da wäre.
Also da schaue ich auch die Bienenvölker nicht einzeln nach. Ne? Mache ich Stichproben und ich habe meinen ersten Frosch wirklich sicher und dann mache ich die Behandlung. Also ich fange da die Waben nicht an auseinanderzuziehen. Wie gesagt, ich glaube, da macht man einfach mehr Schaden, nicht durch die Kälte, sondern dass die Bienen aus der Bienentraube einfach nach unten fallen können und dann da eben nicht mehr in die Bienentraube hochkommen. Zur Oxalsäurebehandlung mache ich sicherlich ein Video. Aber auch da prinzipiell schon, umso feiner der Strahl, umso besser, ne? Weil umso weniger, natürlich große Tropfen, tropft auf eine Biene, hat eine unheimlich hohe Dosis, also umso feiner das verteilt wird, umso sicherer, weil das Ganze soll ja bienenverträglich sein. Also ist ja auch total in meinem Interesse, ne? Ich möchte ja auch nicht, dass eine Biene stirbt dadurch oder eine Biene mehr stirbt dadurch. Weil wenn ich jetzt einen großen Tropfen habe, der trifft die Biene, das ist eine Überdosis oder kann eine Überdosis für die Biene sein, der Biene geht schlecht, sie verlässt das Bienenvolk, damit geht auch der Wirkstoff flöten und die Biene. Also zwei Nachteile, die ich eigentlich nicht haben will, deshalb möglichst feiner Strahl. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich meine, die Bienen bringen auch viel Pollen. Noch immer, also dieses Jahr ist wirklich phänomenal. Ne? Also wir haben auch hier, es blüht ja die Phacelia noch. Normal friert die ja ab mit dem ersten Frost als Ackerbegrünung. Die blüht noch, da bringen die unheimlich viel Pollen. Auf den Stockwagen sind Zunahmen da. Also die letzten 4 Wochen habe ich jetzt über 2 Kilo Zunahmen gehabt, so auf den Stockwagen, mal 1,5. Mal 2,2 oder so. Also ich habe 3 Stockwagen, aber so sagen wir mal roundabout 2 Kilo in 4 Wochen. Das hatte ich auch noch nie im November. Ja, also ein durch und durch spezielles Jahr. Ich habe jetzt nichts dabei, weder Rauch oder sonst noch was, aber wir können trotzdem mal versuchen, wenn es euch interessiert, in ein so ein Bienenvolk reinzuschauen. Es ist natürlich alles schön verkittet. Ich weiß es nicht, ob man kommt mal her. So, ja, also so sehen jetzt bei mir gerade die Jungvölker aus. Ich glaube, hier habe ich ein Zeichen, das ist ein schwächeres Jungvolk. Habe ich mir damals so wohl notiert. Ja, aber so sieht es einfach gerade bei mir aus, so ein Bienenvolk. Ja, sonst an Arbeiten. Ich meine, was jetzt gerade nebenher ja läuft, ich habe es im letzten Video gesagt, wir haben ja ein neues Betriebsgebäude, dann in ein paar Monaten. Da laufen natürlich gerade die Planungen, Baugenehmigungen, zum Beispiel Umnutzung und so weiter. Das läuft, das braucht gerade ein bisschen Zeit. Ansonsten bin ich eigentlich hauptsächlich am Honig abfüllen. Was in letzter Zeit auch relativ oft, da will ich schon auf ein paar Fragen noch eingehen vielleicht. Man hat es in anderen Videos sicherlich gesehen, aber nochmal, also ich arbeite mit dem Langstroh 2/3 Honigraum heißt es, glaube ich. Das sind 15,9 cm. Der kommt ja dann hier im Prinzip oben drauf im Sommer. Das ist Datant US. Zehner, das sieht man ja. Die Böden sind ja noch immer meine eigenen. Da habe ich jetzt in Donaueschingen bei den Berufsimkertagen, habe mich ein bisschen informiert mit Nico. Aber ich habe jetzt noch nichts bestellt, ne, weil ich jetzt auch erst mal schauen muss oder will, was da mit diesem Betriebsgebäude auf uns zukommt, was da wirklich dann letztendlich sinnvoll ist, in Technik noch investieren. Ob ich lieber in die Umstellung meiner Wandertechnik investiere oder erstmal dann, wie gesagt, in die Schleudertechnik, in Deckelungstechnik. Das ist jetzt noch ein bisschen offen. Also ich habe für beide Sachen habe ich einen Plan. Weiß eigentlich auch, was ich kaufen würde, sodass ich dann einfach relativ schnell zu der Entscheidung kommen kann. Ja, wie gesagt, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, eine Frage waren auch Bienenvölker, Bienenkönigin kaufen. Also ich habe das ja vor 3, 4 Jahren relativ viel gemacht.
Habe dann aber gesagt, ich schaue erst mal, dass die Bienenvölker, die ich habe, dass ich da noch mal super auslese. Jetzt nicht, weil die Qualität bei mir blöd war, sondern weil ich einfach gemerkt habe, man muss sich da ein bisschen konzentrieren. Da war ja die Imkerei ja noch kleiner, noch mehr im Aufbau. Und wollte ich einfach die Qualität prinzipiell erhöhen, auch bei mir dann in der Imkerei in der breiten Masse. Das habe ich jetzt eigentlich ganz gut geschafft. Und da denke ich, dass wir dann nächstes Jahr auch wieder das ein oder andere Bienenvolk und die Bienenkönigin für den Verkauf machen. Ich meine, ich habe das damals auch eingestellt, weil es ist mir ja wichtig, ich will ja Qualität verkaufen. Also ich will jetzt nicht Königin ziehen in Hunderterweisen. Ich meine, das ist nicht die Kunst. Ne? Das kann jeder. Man muss da halt auch die Qualität dann haben. Ne? Und das kann dann schon wieder nicht jeder. Und das war für mich einfach auch damals so ein bisschen der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, die Zeit wird mir ein bisschen knapp und die allerbesten Königin will ich eigentlich für mich behalten erstmal und nicht verkaufen, weil die Imkerei im Aufbau ist. Und da brauche ich das einfach. Und dann war ich einfach für mich entschlossen, dass praktisch die 1B-Wahl, das ist jetzt nicht das, was ich verkaufen will. Mittlerweile steht ja meine Völkeranzahl ganz gut da. Und so wie es aussieht, überwintere ich. Also man weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass ich sehr gut überwinter wieder. Und mit dem neuen Betriebsgebäude gewinne ich ja auch Zeit in innerbetrieblichen Abläufen. Und dann denke ich, dass ich da schon wieder das ein oder andere zum Verkauf anbieten kann. Ja, das ist eigentlich so meine Grundgedanken erstmal hier an einem sonnigen Novembertag mit 17 Grad. Ich habe gerade Holz gesägt, wir heizen ja alles mit Holz. Und ja, da haben wir bisher noch nicht viel gebraucht. Ne? Das ist ein bisschen eine sehr sparsame Heizperiode bisher. Aber kann ja alles noch werden. Ne? Kann ja regnen wochenlang, kann noch eisig werden wochenlang. Lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal alles Gute. Ich denke, wir sehen uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal mit dem Video. Auf jeden Fall denke ich zur Oxalsäurebehandlung, zwischendurch vielleicht auch noch das eine oder andere und sobald es mit dem Betriebsgebäude was gibt, was man wirklich vorzeigen kann oder auch der Umbau beginnt, seid ihr da sicherlich mit dabei. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr die Videos cool findet und ansonsten könnt ihr euch ja auch gerne, das ist ja jetzt glaube ich das 40. Video, was ich gemacht habe, könnt ihr den Winter über ja auch nochmal die alten Folgen anschauen. Ich habe da letzte wieder, noch ein kleiner Exkurs, ich habe da letzte wieder die ersten Videos angeschaut, das ist jetzt, ist es ein Jahr her oder noch nicht ein Jahr her. Ja, ich muss sagen, man lernt selber dazu, ne? Wird auch lockerer, fühlt sich auch vor der Kamera wohler, meine, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich denke, die Videos machen wir auf jeden Fall weiter und dann wird es vielleicht noch ganz passabel, was wir hier filmen. Also, aber jetzt habe ich wieder viel geschwätzt und macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal abonniert, hat ihr auch den Vorteil, ihr bekommt mit, wann es ein neues Video gibt, weil die ja jetzt den Winter über wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig kommen. Also, jetzt aber gut. Tschüss, bis demnächst.